So, meine Freunde der leichten Unterhaltung, heute ist es mal wieder soweit. Ich habe mir ein Winterauto gekauft, pünktlich zum ersten Schnee. Natürlich ist die Karre nicht zugelassen, wir haben ja auch Corona, wie soll es anders sein? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin jetzt nicht klassisch über den eBay oder mobile Link dazu gekommen zu diesem Auto, sondern ich habe einfach einen Bekannten angerufen und gesagt, hey, wie schaut's aus, hast du ein Auto? Ja, das erste, was er mir geschickt hat, war natürlich ein T5 mit Multivan-Ausstattung und hast du nicht gesehen. Ich sage, ja, ist ein bisschen geil, aber ist auch ein bisschen teuer, ne? Und dann frage ich ihn, ja, wie schaut's denn aus, hast du auch was Billiges? Ja, klar, habe ich auch was Billiges. Und dann hat er mir hier diese Karre gezeigt. Und habe ich die Bilder gesehen, dachte mir, alles klar, nehme ich, ne? Und dann habe ich ihm halt meinen Passat gegeben. Den habe ich euch ja schon letzte oder vorletzte Woche wahrscheinlich vorgestellt. Und habe dann halt dieses Auto noch ein bisschen ausgelöst und seitdem ist es meins. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was das für ein Motor ist. Ich weiß aber, es ist ein Vierzylinder. Und ich weiß halt auch, er hat 65.000 Kilometer und wenn man innen reinschaut, der Wagen ist halt tipptopp, da ist echt nichts dran. Auch vom Dach. Jetzt haben wir mal wieder die schöne Eisenbahn. Sehr schön, Eisenbahn ist vorbei. Auch vom Lack ist der super, also man hat jetzt hier nicht irgendwie große Kratzer oder sowas. Das Einzige, was ich bisher gesehen habe, ist hier vorne ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auf der Kamera sieht, das ist echt minimal. Und ja, Stoßstange ist fest, hier ist ein bisschen außer Form geraten, aber ansonsten ist der echt super. Auch hier Kotflügel, wir haben hier nirgendwo Rost. Und man muss jetzt auch mal sagen, der Wagen, der ist ja 30 Jahre alt, ne? Also fast, der ist Baujahr 93, also ist jetzt 28 Jahre alt. Okay, hier sehen wir jetzt schon mal, es ist eine 1,8er Maschine. Also wahrscheinlich wird er so 75 bis 90 PS haben, irgend sowas in dem Dreh. Was hat er noch? Ja, eine schöne Stabantenne, wie es halt damals so war. Kein Schiebedach, hat den Vorteil schon mal, dass, ja, kann auch kein Wasser reinkommen oder so. Was ich auch schon gesehen habe, ist, dass er elektrische Fensterheber hat, zwei Stück. Dann, wir sehen hier auch diese, ja, heute würde man wahrscheinlich Multikontursitze sagen. Also dieses Velour, das ist so mega flauschig und auch absolut warm. Also für den Winter ist es halt echt geil, ne? Ich meine, der Wagen hat jetzt keine Sitzheizung, brauchst du aber da auch nicht. Das ist also super. Was auch toll ist, er hat vier Türen, beziehungsweise fünf. Bisschen fließig. Weiß nicht, ob man, ja, hinten ist gerade nicht offen. Aber wenn wir uns das Ganze mal von hinten jetzt anschauen, das ist natürlich mega. Das ist absolut 80er, 90er Jahre Style, würde ich mal sagen, ja. Und zwar, wenn wir uns hier das mal anschauen, diese durchgängige Rückleuchte, das ist doch der Oberkracher bei diesem Auto. Und dann hat er auch schon im Vergleich zu den späteren Modellen, früheren Modellen, eine lackierte Rückstoßstange. Finde ich auch mega geil. Und ja, was willst du sagen? Heckscheibenwischer ist auch super im Winter, weil ist ja häufig nass. Und gucken wir uns doch einfach mal den Motorraum an. Also, ich habe den vorhin auch schon mal angeschaut, bevor ich die Kamera angemacht hatte und habe halt auch gesehen, also hier ist ja gar nichts. Also man sieht hier einfach nichts, dass irgendwo Öl rauskommt oder so. Der Motor läuft ruhig, der Wagen stand jetzt ziemlich lange und die Batterie ist relativ leer gewesen. Deswegen lasse ich den gerade ein bisschen laufen. Ja. Was gibt es dazu zu sagen? Also im Prinzip gibt es nicht viel zu sagen. Was gehört zu einem guten Winterauto dazu? Das sind natürlich die Winterreifen. Und die sind von Goodyear. Und ich hatte schon gesehen, die waren aus 2018. Und man sieht hier ja auch, das Profil, das ist ja so gut wie neu. Also das ist ja scheinbar gar nicht gefahren worden. Stahlfelgen sehen auch noch super aus, da ist ja auch nichts dran. Ja. Bremsscheibenbelege, funktioniert alles. Ich bin hier eine Runde lang gefahren. Also an dem Auto ist momentan nichts zu tun. Und ich denke, das ist natürlich, selbst wenn man es nicht nur im Winter nutzt, das Auto ist eigentlich für den Alltag genauso gut, weil der Vorteil ist halt, wir haben hier nicht diese ganzen Elektroprobleme wie bei jüngeren Autos. Also wenn man jetzt ein günstiges Auto haben möchte, dann ist man hier wahrscheinlich besser aufgehoben, als wenn man jetzt ein 10 Jahre oder 15 Jahre altes Auto kauft. Für einen ähnlichen Preis wahrscheinlich dann. Und insofern denke ich, der begleitet einen 10-mal durch den Winter und ein modernes Auto ist wahrscheinlich, ja, irgendwas mit der Elektrik irgendwann früher oder später kaputt.
So, worauf ich noch eingehen wollte, was auch immer wichtig zu sehen ist, wir schauen uns immer hier die Schrauben vom Kotflügel an. Da sieht man halt, dass da alles auch in Ordnung ist und dass da scheinbar noch nicht wirklich was passiert ist an diesem Auto. Auch hier ist ja noch alles in Ordnung. Dann kann man sich immer die Döme anschauen, auch hier diese Gummilager, die sehen auch noch top aus. Und auf der anderen Seite haben wir das Gleiche. Also da kann man ja echt nichts gegen sagen. Ja. Und ich denke, wenn so ein Auto zwischen... Ja, der hat jetzt nur 65.000 Kilometer. Gehen wir mal in den Innenraum und schauen uns das mal kurz an. So, da sehen wir auch schon das tolle Zweispeichenlenkrad. Das war ja der Hype damals eigentlich. Renault hat auch mega stylische Designs damals schon gehabt, finde ich. Allein wenn man sich hier den Handgriff anschaut und hier oben die platzierten Schalterelemente für die Fensterheber, die auch funktionieren. Ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich, dass sowas nach fast 30 Jahren noch funktioniert. So, ja, genauso wie hier drin. Die Armaturen, denke ich, ist auch sehr modern für die damalige Zeit gelöst. Klar merkt man das im Vergleich zu einem Auto, das aus den 2000ern, was soll man dazu sagen, dass da andere Schalter sind. Aber die sind halt schön groß, man kann die auch zieltreffsicher treffen. Das ist ja auch so eine Sache, wenn die so winzig sind bei manchen Autos, ne? Und was ja auch mega lustig ist, noch vom Vorbesitzer hier, was ist es? Hitrunner, Stefan Wagerhausen und Alice Thomason Twins, was auch immer das ist, keine Ahnung. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nochmal ganz kurz auf die Plüschsitze. Wenn wir uns das hier mal anschauen, das ist alles noch straff, sauber. Auch der Fahrersitz ist nicht irgendwie kaputt. Selbst die Wange ist nicht aufgewetzt, was ja häufig der Fall ist. Genau, Kilometer, schauen wir nochmal hier. 65.000 ist original. Und wenn man sich das hier unten anschaut, an den Pedalen, ist ja auch nichts dran. Ne? Also... Und ihr hört ja auch schon die ganze Zeit, wie sauber der Wagen läuft. So, ich mache den mal aus, damit wir uns hinten das mal kurz an... So, weiter geht's. Ich mache mal hier die Heckklappe auf. Und wir sehen, auch die geht ohne... Also bleibt ohne, dass man irgendwelche Hilfen braucht oben. Was ja auch nicht ganz selbstverständlich ist, weil häufig... Das ist jetzt modellunabhängig. Bei vielen Fahrzeugen sind diese Dämpfer halt früher oder später kaputt. Vorne in Motorhaube hat er ja noch einen Stab, finde ich auch immer ganz gut. Und wenn wir uns jetzt hier mal den Kofferraum ansehen, ich meine ganz im Ernst, das ist doch riesig. Und dieses Auto ist ja von der Größe her vergleichbar mit dem Golf damals gewesen, Golf 3. Und ich würde sagen, hier ist definitiv mehr Platz. Die Karosserie ist auch bestimmt einen Ticken größer. Was wir auch schon sehen, ist hier eine geteilt umklappbare Rücksitzbank. Das heißt, wenn wir die umlegen, haben wir auch massig viel Platz. Also massiv viel Platz müssen wir haben. Gut, vorhin war die Batterie abgeklemmt. Jetzt müssen wir das manuell öffnen. Der hat eigentlich eine Funk-ZV sogar schon. Ja, und wenn wir uns das von hinten anschauen, hinten mechanische Fenster, vorne wie gesagt elektrisch. Ja, und dann haben wir hier schon, okay, dann sehen wir hier, können wir das öffnen. Und dann klappt sich das auch ganz entspannt um. So, was jetzt noch interessant zu wissen wäre, ob man das hier vielleicht umklappen kann. Ja, kann man offensichtlich. Ich mache mal kurz Pause. Ja, also ich habe jetzt erstmal die Sitzauflage nach vorne geklappt, um dann hier die Sitze runter zu machen. Und dann sehen wir hier ja schon, also auf der anderen Seite geht das auch, dass wir hier eine riesige Mega-Ladefläche kriegen. So, ich mache nochmal die andere Seite. So, also jetzt ist komplett umgelegt und wir haben damals, das war nicht selbstverständlich, schon damals eine durchgängige Ladefläche jetzt und zwar eine ebene Ladefläche. Das ist relativ selten damals tatsächlich gewesen. Also beim Golf 2 zum Beispiel ist das so semi-toll gelöst gewesen und beim Golf 3 war das, glaube ich, eigentlich noch ähnlich wie beim Golf 2, auch nicht so toll gelöst wie bei dem hier. Ja. Ansonsten gibt es nichts weiter eigentlich zu diesem Auto zu sagen, außer es ist halt mega praktisch und dadurch, dass der ja jetzt schon 30 Jahre alt ist,
Ja, dadurch, dass der Wagen jetzt schon 30 Jahre alt ist, muss man auch dazu sagen, kriegt ihr schon eine Oldtimer-Versicherung. Und eine Oldtimer-Versicherung, also ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, das ist ein Unterschied zwischen Oldtimer-Zulassung und Versicherung. Also ganz kurz, H-Kennzeichen bedeutet, dass man dann einen Einheitssteuersatz zahlt, um die 196 Euro im Jahr Steuern. Und das hat aber nichts mit der Versicherung zu tun. Und dieses Auto, also für gewöhnlich kriegen Autos mit ab 25 bei manchen Versicherungen halt spezielle Konditionen. Da kann man dann zum Beispiel nicht hochgestuft werden und es spielt keine Rolle, wie viele Schadensfreiheitsjahre ihr schon habt. Und genau. Das heißt, ihr könnt den Wagen, egal auf welcher SF ihr seid, sehr, sehr preiswert versichern. Einziger Nachteil ist, man braucht meistens halt dafür auch ein anderes Auto, das dann regulär zugelassen ist. Aber ja, je nachdem, wie man das halt handelt, vielleicht über die Eltern oder so, dass man dann über die das zulässt und man dann dadurch halt auch schon zwei Fahrzeuge hat oder ihr sowieso zwei Fahrzeuge habt, wie das bei mir ja auch der Fall ist. Hier im Hintergrund sieht man es ja, mein Smart Roadster steht da auch. An Autos kann ich mich also nicht beschweren, ist das halt auch eine super günstige Angelegenheit. Also Ersatzteile sind saubillig, das kostet halt einfach gar nichts. Reparaturmäßig ist er auch total einfach. Große Probleme haben die Autos für gewöhnlich nicht. Natürlich kann da auch mal was kaputt gehen, irgendwie einen Sensor oder sowas. Die sind aber auch relativ fix getauscht und günstig. Und ansonsten, ja, was gibt's zu dem Auto zu sagen? Es ist halt, also ich finde, es ist sehr stylisch. Also vor allem, ich zeige euch das jetzt gleich nochmal wegen der Rückleuchte. Vor allem dieses Heck. Also ganz im Ernst, dieses Heck, das sieht doch sensationell aus. Also wenn man das jetzt mit einem Golf vergleicht, mit einem damaligen Golf 3 zum Beispiel, dann ist das ja eigentlich schon Welten von entfernt. Das ist ein mega stylisches Design durch diese durchgängige Rückleuchte. Wirkt der Wagen ja auch viel breiter und sportlicher. Und ja, dadurch, dass der hinten ja auch etwas schräger ist, so richtig schrägheckmäßig, wirkt er ja insgesamt auch von der Linie wesentlich sportlicher. Ich mache das nochmal ganz kurz hier alles zu, dass ihr das seht. So, da ist mir der Gurt dazwischen gekommen. So, wenn wir uns das mal betrachten, nun von schräg hinten. Ja, so, und jetzt mal von schräg vorne. Also ich finde, es hat schon eine sehr sportliche Linie. Also im Vergleich zu einem Golf, der ja relativ bieder ist. Und man merkt halt auch, dass er deutlich größer ist. Also was heißt deutlich, sind immer nur so ein paar Zentimeter im Endeffekt. Aber die bringen dann halt irgendwie schon diesen Komfortfaktor. So, jetzt also, was auch auffällt, sind die Nebelscheinwerfer in Gelb. Das ist halt so ein typisches Franzosen-Gimmick gewesen. In den 70er Jahren war das ganz groß, 80er und 90er ja auch noch. Und ja, mittlerweile, manche haben das ja auch ganz gerne bei ihren Tuningkisten, dass die Nebelscheinwerfer gelb machen, weil es scheinbar dafür keine Auflagen gibt. Ob das jetzt gelb ist oder weiß, spielt da keine Rolle. Und bei dem hier ist das natürlich ab Werk und auf jeden Fall auch zulassungsfähig so. Da mache ich mir dann halt auch keine Gedanken drüber. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich auch nur noch zu sagen, bis demnächst. Ich werde auf jeden Fall von mir hören lassen. Und ja, ich muss mal schauen, was ich als nächstes präsentiere. Eventuell wird es ja schon der Porsche sein. Da bin ich gerade dabei, noch ein paar Sachen zu machen für das Auto. Und ich werde auf jeden Fall ein Vorher-Nachher-Video erstellen. Das kann sein, dass das halt noch ein bisschen dauert, weil die Felgen sind noch nicht zurück. Und ja, mal gucken. Ansonsten mache ich jetzt hier nochmal ein paar kleine Bilder von dem Renault und werde die teilweise hier auch noch mit einbinden ins Video. Ich würde sagen, bis bald, auf Wiedersehen.